Entweder ihr geht den breiten Weg, der breiten Masse, oder ihr geht den schmalen Pfad, den ihr vor euch seht. Ihr werdet im Leben oft vor die Wahl gestellt, einen breiten Weg zu nehmen oder lieber einen schmalen Pfad. Hey, hier wollte sich jemand erhängen. Oder was soll das sein? Ein Baumhaus bauen? Von euren Kindern könnt ihr viel lernen. Die wären eigentlich mit viel, viel weniger zufrieden. Die suchen sich die Möglichkeiten, sich zu beschäftigen und sind nicht nur auf die Glotze angewiesen. Je älter sie werden, ja, desto mehr sind sie handyfixiert. Aber Kinder so bis zum Alter von 10, 12 Jahren, die sind meist noch etwas unbefangener. Hier mal eine andere Sicht auf die Friedrichszeche. Da wird immer noch Tagebau betrieben, vor allem Lehm für Ziegel. Oft ihr glaubt, dass ihr dann auf verschiedenste Dinge verzichten müsst, wie auf Kosmetika. Das stimmt gar nicht. Es gibt gute Bücher zu dem Thema, wie man sich aus der Natur selbst Kosmetika herstellt. Angefangen vom Deodorant über Zahnputzpulver. Ja, eigentlich gibt es nichts, was es nicht gibt und was man nicht aus der Natur machen kann. Man braucht nur ein paar Zutaten dafür und die kann man sich günstig beschaffen. Am besten bevorratet man die schon, bevor man sie braucht. Womit man wieder bei Vorratshaltung wäre. Was nützt es mir, wenn ich Natron brauche und dann nur 2 Päckchen Kochnatron zu Hause habe? Nicht allzu viel. Und glaubt mir, Natron ist eines der wichtigsten Mittel, das ihr brauchen werdet, wenn ihr off-grid leben wollt. Es geht natürlich auch ohne, aber wesentlich schwieriger. Ähnliches gilt, wenn ihr diesen NWO-Trend nicht leben wollt. Ihr müsst euch überlegen, was brauche ich dann? Was benötige ich? Was kann passieren? Jetzt diese 14-tägigen Zahlungsausfälle. Aber was kann noch passieren? Ich deute es nur mal an. Kann es nicht sein, dass euer Nachbar mal feindselig reagiert, weil ihr nicht geimpft seid? Ich weiß es nicht. Was müsst ihr in diesem Fall tun, um mich vorzubereiten für solche Situationen? Also ich meine jetzt nicht Gewalt, sondern allgemein für die NWO. Am besten ist, setzt euch mal hin, schreibt eine Liste von dem, was ihr denkt, dass ihr braucht dann. Und dann schaut ihr, was ihr schon davon habt. Denn viele Haushalte haben mehr, als sie glauben. Und dann ergänzt ihr, was ihr nicht habt. Und wenn ihr in einer Gruppe seid und jeder so eine Liste macht, dann könnt ihr untereinander feststellen, was ihr vergessen habt. So, nochmal ein anderer Blick auf die Friedrichszeche. Die war 10 oder mehr Jahre unbewirtschaftet und lag brach und ja, seit 5-6 Jahren wird sie wieder bewirtschaftet. Es lohnt sich scheinbar doch noch. Warum denke ich überhaupt darüber nach? Ich bin knapp 60. Ich habe mein Leben gelebt. On-grid oder auch nicht. Bin auch öfters raus in der Natur. Für wen mache ich es? Für meine Kinder. Leute, ich mache es für meine Kinder. Und unsere Familie hat Zuwachs bekommen. Meine Söhne sind schon über 21, manche schon weit drüber und haben jetzt Lebensgefährtinnen, die bei uns mitleben. Und die ich natürlich mit einbeziehe, auch in die Planung mit einbeziehe. Kein System, nicht meine Familie ist statisch. Es ist immer dynamisch und ich weiß auch nicht, ob alle meine Kinder dann mitgehen werden und nicht in der NWO-Welt leben wollen, wenn wir denn fortgehen. Wisst ihr, wegzugehen und off-grid zu leben, denn das bedeutet schließlich im Extremfall die neue Weltordnung, wäre für uns der letzte Schritt, wenn es gar nicht mehr anders ginge. Bevor es nicht so weit eskaliert, dass es sein muss, werden wir natürlich versuchen, den Lebensstandard, den wir jetzt haben, aufrechtzuerhalten. Mit einigen Einschränkungen. Wir sind jetzt 7 Leute in der Familie. 7 Personen. Ja, ich werde mir demnächst ein 6-Personen-Zelt kaufen. Es gäbe auch ein 8-Personen-Zelt. Ich sage, 8 Personen wäre besser als 6. Stimmt, aber es ist viel, viel schlechter geschnitten. Und in dem 6-Personen-Zelt ist ein riesen Vorraum, wo locker noch 2, 3 Leute schlafen können. Kostet mich 249 Euro. Klar, im Winter wird angenehm wohl ein Fremdwirt sein. Aber ich muss erst mal anfangen damit.
meine Woche draußen zu verbringen, ein Wochenende draußen zu verbringen. Campen liegt sowieso im Trend. Und wenn es wirklich soweit ist, dieses Zelt wiegt, es wiegt eine Menge, 29 Kilo. Aber besser als ein Mittelalterzelt mit über 80 Kilo. 29 Kilo, die kann man noch tragen. Und ein Kommentator auf meinem Kanal hat das ganz richtig gesagt. Man muss es ja nicht unbedingt tragen. Man kann sich auch eine Schiebehilfe bauen. Sei es ein Schubkarren, sei es ein Trolley, ein Lastenwägelchen, eine umgebaute Schubkarre, ein Monowheel, auf das man mehr Gepäck draufpacken kann, als man sonst tragen könnte. 30 Kilo, die könnte ich nicht tragen. Das ist unrealistisch. Ich könnte vielleicht am Tag 3-4 Stunden tragen. Mit längeren Pausen wird das schon gehen, aber ihr bewegt euch ja nicht auf einem normalen Wanderweg. Ihr geht ja vielleicht querfeldein. Bergauf, bergab. Ihr müsst klettern. Mit 30 Kilo auf dem Rücken? Leute, zu denken, dass ihr das schafft, ist naiv. Solche Brachflächen wie hier, die gab es früher vielfältiger Art. Heute findet man sie kaum noch. Da sind verschiedenste Dinge drauf, die euch helfen können. Zundermaterial, Heilpflanzen. Aber wie gesagt, nicht überall zu finden. Hier bei der Friedrichszeche wird dieses Feldstück scheinbar schon länger nicht bewirtschaftet. Selbst wenn ihr sagt, ihr wollt nie off-grid gehen, ihr wollt am Rande der NWO einfach weiterleben, müsst ihr euch einige Gedanken dazu machen. Wenn ihr weniger Geld bekommt, warum auch immer, vielleicht weil man wie in China ein System einführt, das eure Leistung in der Gesellschaft bewertet und ihr nach Scorepunkten beurteilt wird und einfach keinen Kredit mehr kriegt, wenn ihr zu wenige Punkte habt. Oder wenn man umstellt auf eine digitale Währung, die zum Monatsende verfällt, was ihr noch übrig habt, oder die euch vorschreibt, was ihr noch kaufen dürft. Ihr solltet auf jeden Fall euch Gedanken machen, wie ihr eure Kosten senken könnt. Ja, da müsst ihr selbst drauf kommen. Wir für uns haben das schon getan. Seht ihr die Hochwasser dort? Da in etwa lebe ich mit meiner Familie. Also ziemlich im Grit. Das mit dem Sparen klingt ja irgendwie toll. Aber woran? Wir machen das schon seit Jahren so. Fast so lange wie ich preppe. Sparen geht auch bei den kleinen Dingen los. Wir leisten uns nicht so viel wie früher, als ich noch jung war. Dinge, die wir anschaffen, besprechen wir vorher ab. Wenn wir sie wirklich brauchen, suchen wir das Günstigste. Natürlich nicht unbedingt das Minderwertigste. Wir haben schon lange, lange keinen richtigen Urlaub gemacht. Wir verbringen unseren Urlaub in der Heimat. Hier mit drei Kindern einen größeren Auslandsurlaub zu machen, geht einfach zu sehr ins Geld. Selbst wenn wir es hätten, würden wir es nicht tun. Aus Prinzip nicht. Wir scheuen uns auch nicht, Wurstwaren von der Freibank zu kaufen. Früher war die noch viel günstiger als heute. Heute ist es auch schon gestiegen, aber immer noch günstiger als woanders. Wenn unser Tank auch nur mal zwei Striche leer ist, dann schauen wir schon, wo kriegen wir günstig wieder Benzin her. Damit wir nicht dann, wenn er leer ist, für 1,50 Euro, 1,55 Euro oder mehr Super E10 tanken zu müssen. Ersatzkanister ist natürlich auch immer voll. Wenn es mal nicht geht, dann schauen wir, dass wir die nehmen. Rauchen, bei uns raucht keiner mehr. Gut, Kinder hatten mal so eine Phase oder haben noch eine Phase, die rauchen. Es ist ihr Geld, sie verdienen es selbst. Was sie damit machen, bleibt ihnen überlassen. Wie gesagt, in der Jugend, da kauft man sich vieles, wo man später sagt, naja, hätte ich das wirklich gebraucht. So ist es heute auch. Wir gehen immer mit einem Einkaufszettel einkaufen und arbeiten den stur ab. Da kommt man erst gar nicht in Versuchung, nebenher andere Sachen mitzunehmen, die man eigentlich nicht braucht. Aber wieder ein anderer Blick auf die Friedrichszeche. Eine Herausforderung, wenn wir wirklich off-grid gehen müssten, ist der Wechsel auf die andere Donauseite. Auch darüber muss man sich Gedanken machen. Wo
will man hin? Wo ist ein noch relativ sicherer Ort? Wo kann man unterkommen? Und man muss sich überlegen, wie man diese Hürden überwindet. Es gibt mehrere Möglichkeiten, über so einen Fluss zu kommen. Die einfachste ist, die Autobahnbrücke wäre noch offen. Wir könnten ganz einfach mit unserem Auto und dem Anhänger rüberfahren. Allerdings glaube ich nicht so recht daran. Die zweite Möglichkeit bietet der Fußweg über die Brücken. Über die Autobahnbrücke kann man natürlich nicht gehen. Abgesehen davon, dass es unter der Brücke Wartungsstege gibt, gibt es noch zwei Fußgängerbrücken weiter flussabwärts. Im allerschlimmsten Fall müsste man ein Schlauchboot mitnehmen und mit dem Schlauchboot übersetzen, mitsamt dem Gepäck. Das erfordert ein mehrfaches Wechseln der Seite. Das geht aber auch nur, wenn man sich Gedanken macht, was das Abtreiben betrifft. Die Donau fließt doch mit einer relativ großen Geschwindigkeit dahin. Und die ersten Übersetzer müssen auf jeden Fall ein lang genuges Seil mitnehmen, dass man spannen kann und dann wie so eine Art Fähre von einer Seite zur anderen und zurück zu wechseln. Ihr hört es, das direkt neben der Autobahn. Und trotzdem gibt es hier nichts anderes als Felder. Viele Hügel, es gibt ein Gehöft in diese Richtung, wo ich jetzt gerade filme. Aber ansonsten nur Hügel, Schluchten und Natur. Zurück zum Thema New World Order. Ihr müsst euch schon im Vorfeld einen Punkt suchen, ein Ereignis, etwas, das von außen kommt, das ihr nicht ändern könnt, bei dem ihr bereit seid zu sagen, nee, nicht mit mir. Und zwar mit aller Konsequenz. Oder eben zu sagen, nee, wir schaffen es nicht weiter, wir geben auf. Andere Möglichkeiten habt ihr nicht, Leute. Und wenn ihr euch keinen fixen Punkt setzt, an dem ihr sagt, Schicht im Schacht und Konsequenzen zieht, dann schafft ihr den Absprung nicht mehr. Jeder muss das selbst für sich festlegen. Wir tun das auch. Und mit mir meine ich eine ganze Gruppe, die sich um mich herum gebildet hat oder der ich angehöre. Dort muss sich auch jeder selbst entscheiden, wann für ihn der Punkt gekommen ist, wenn er sagt, nee, jetzt ist es Zeit. Jetzt entscheide ich mich für das eine oder das andere. Mit letzter Konsequenz. Und letzte Konsequenz ist es eben, seinen Haushalt aufzugeben und vielleicht dorthin zu gehen, wo man noch bessere Karten hat. Wir haben vergessen, wie schön die Natur ist. Und dass wir eigentlich im Einklang mit der Natur leben könnten, wenn wir nur wollten. Es gibt auch viele Fallobstwiesen, die öffentlich zugänglich sind. Da oben sehe ich auch Obstbäume. Leider kann ich nicht so gut filmen in die Richtung, da ist die Sonne. Es gibt viele Möglichkeiten, und das will ich explizit sagen, sich aus der Natur zu versorgen. Aber vermutlich nur in dem Zeitraum Mai bis Oktober. Von Oktober bis Mai werdet ihr aus der Natur nicht so viel bekommen, dass ihr damit durchkommt. Das erkennt vermutlich jeder von euch. Das ist ein Rosengewächs, aus dem dann im Herbst die Hagebutte entsteht. Jetzt hat man Zeit, so 4 bis 6 Wochen, sie zu sammeln, weiter zu verarbeiten, Marmelade draus zu machen, sie zu trocknen, für eine vielleicht Soße, die man machen will. Kann man nämlich auch in Soßen reintun, die verbessern die Soßenqualität enorm. Aber wenn die Zeit abgelaufen ist oder man die nötigen Zutaten wie Zucker nicht hat, um dann Marmelade einzukochen, tja, da kann man sie nur so roh essen. Und das Alter auch nur, ja, ich würde sagen, bis Anfang Oktober. Schlehen kann man wiederum erst ernten, wenn der erste Frost dran ist. Aber Schlehen sind auch nicht unbedingt etwas, was man so als Nahrung bezeichnen würde. Man kann gut Schlehenlikör, Schlehenwein oder andere Produkte daraus machen, aber die werden euch kaum sättigen. Viele von euch gehen davon aus, allein unterwegs zu sein. Dann ist so ein kleines Wäldchen mit einer Lichtung drin, vielleicht optimal, um ein kleines Zelt aufzustellen. Das klappt natürlich auch für kleine Familien mit 1, 2 Kindern. Hier draußen, in der Natur, was glaubt ihr, wie oft hier die Polizei vorbeikommt? Da kommt selbst ein Spaziergänger nur einmal in der Woche vorbei. Also, wenn noch jemand sagt, sich zu verstecken oder
irgendwo niederzulassen, mal für ein paar Tage. Das funktioniert nicht in Deutschland. Man hat da keine Ahnung. Aber ihr müsst immer bereit sein, euer Lager wieder abzubauen und woanders hinzugehen. Ihr könnt euch nie darauf verlassen, länger als ein paar Tage an einem Ort zu sein. Wenn ihr Glück habt, vielleicht ein, zwei Wochen. Vielleicht auch drei, wenn ihr wirklich sehr, sehr viel Glück habt. Und ihr müsst dann aufpassen, nachts nicht zu viel Lärm zu machen und keine Aufmerksamkeit auf euch zu ziehen. Denn die Bauern fahren ja auch öfters mal auf ihre Felder. Tja, vielleicht trefft ihr da sogar einen Bauern, der euch versteht, der euch anbietet, euch mitzuversorgen oder der euch auf seinen Hof einlädt. Alles ist möglich. Ihr solltet nicht nur nach Problemen Ausschau halten, sondern lösungsorientiert denken. Probleme, klar, die muss man einmal eruieren, einmal aufdecken, wo die sind. Aber da muss man drüber nachdenken, wie man die umgehen kann, welche Lösungsansätze man dafür hat. Denn diese Lösungsansätze bilden Ihnen auch eine Hoffnung, dass alles gut geht. Keine Angst zu haben, wäre ein schlechter Rat. Angst ist eigentlich immer ein guter Begleiter, weil man Vorsicht walten lässt. Aber man darf die Angst nicht überhand nehmen lassen. Wenn ihr ohne festen Stützpunkt oder Fluchtort in der Natur überleben müsst, dann könnt ihr nur von der Hand in den Mund leben. Ihr könnt nicht eure Kochausrüstung mitnehmen, Einmachgläser, um euch was einzukochen für den Winter. Und das ist ja bei dem nächsten Punkt, den viele Leute übersehen. Den Winter übersteht ihr in einem primitiven Lager wahrscheinlich nicht. Das haben wir alle vergessen, wie das wäre, dort zu leben, die Kälte zu überstehen. Spätestens im Herbst müsst ihr euch umschauen, nach einer Möglichkeit, ein Dach über dem Kopf zu bekommen. Das muss jetzt nicht unbedingt auf einem Hof sein oder bei Freunden, wo es auch sicher ist. Das kann auch in Gebäuden sein, die euch eigentlich sonst nicht zugänglich sind. Klar, da geht ja auch eine Gefahr ein, die Gefahr entdeckt zu werden, die Gefahr, dass jemand kommt und euch, sagen wir mal, gefangen nimmt. Aber Brückenteile haben Brückenlager. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Leerstehende alte Häuser, vergessene Häuser. Ja, die sind vielleicht baufällig, aber da müsst ihr entscheiden, wie sicher ihr da drin seid, wie sicher ihr da drin nicht seid. Selbst ein Zelt ohne Boden jetzt, weil sonst könnt ihr das nicht machen, indem ihr vorher machen könnt, eine Wärmequelle betreiben könnt, kann euch über den Winter bringen. Ihr müsst nur entsprechende Ausrüstung dabei haben. Also nicht nur Sommerkleidung, sondern auch Klamotten für die kalte Jahreszeit. Und da sind wir wieder bei dem Thema, das ich schon mal besprochen habe beim Inch. Wie viel könnt ihr tragen, wie viel könnt ihr mitnehmen? Es ist immer besser, sich einen Ort vorab zu suchen, dort schon mal Material zu lagern. Für die ganze Familie, wir sind jetzt 7 Leute, so viel könnten wir gar nicht mitnehmen. Dort auch schon Vorräte zu lagern, die nicht kaputt gehen. Also vor allem Trockenprodukte. Ich weiß, auf diesen ganzen Sachen steht ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 2 Jahren. Warum steht das da drauf? Warum nicht länger? Weil in Deutschland es nun mal eine Lebensmittelverordnung gibt, die vorschreibt, dass man maximal ein MHD von 2 Jahren vergeben darf. Ich habe viele Konserven, die schon älter als 2 Jahre sind, die schon älter als 5 Jahre sind. Und solange sich die nicht ausbrüllen, immer noch genießbar. Sie mögen nicht so gut schmecken, aber sie sind genießbar. Ja, es ist ein schmaler Weg, ein schmaler Grat. Wie oft im Leben. Auch auf jedem noch so schmalen Weg ergeben sich Möglichkeiten, ergeben sich Hoffnungen. Doch wieder ein bisschen mehr zu gewinnen, als man verliert. Auch wenn das bedeuten kann, dass es Angst macht. Die Angst, etwas nicht zu schaffen. Die Angst vor dem Unbekannten. Auch der Mensch war schon immer jemand, der geforscht hat, der auf Abenteuer ging. In früheren Zeiten zumindest. Heute haben wir das scheinbar verlernt. Und manche Wege kann man eben nur gehen, wenn man sie vorbereitet hat. Und in dem Fall bei dem richtigen Wetter.
wenn es hier nass wäre und schlammig, dann würde ich diesen Weg hier auch nicht gehen. Möglicherweise findet ihr auf eurem Weg sogar etwas, das andere hinterlassen haben, um euch den Weg zu ebnen. Symbolisch gesehen hier ein Geländer und ein Haltegriff, um dann doch ohne größere Probleme ein Hindernis zu überwinden.